und herzlich willkommen zur 51. Folge meines Let's Plays für meine 17 Ostalgie auf der Pretty Isle. So, ja, ihr seht schon, ich habe es jetzt nochmal gewagt und einfach mal den Helfer losgeschickt. Der Philipp müht sich hier gerade ab in den Tüften. Und wir gehen jetzt hin, fahren zum Händler, holen uns das Schneidwerk für die Sonnenblumen und fangen da an. Ja, dann werden wir hingehen, Helfer auf jeden Fall. Na, wobei, nein, das machen wir selber. Das machen wir nicht mit Helfer. Können wir nämlich unser Feld 4 mit Mist düngen. Da steht ja der Miststreuer schon beim Viehhof, der volle. Aber zuerst werden wir die Schweinchen verkaufen fahren, weil die warten immer noch auf dem Hänger. Sie stehen zwar im Schatten, aber ja, stelle ich mir da oben drauf jetzt auch nicht so angenehm vor. Es ist ein bisschen eng. Philipp, mach langsam, ich muss jetzt zum Händler runter. Hoffentlich ist jetzt nichts kaputt gegangen. Ja, Philipp, ich eile. Ich bin schon unterwegs. Ich glaube, das ist voll. Gott, hat der schlechte Bremse. Nö, funktioniert. Das ist wieder dieses nicht klappbare Höllenteil. Jetzt müssen wir erstmal beim Philipp abtanken. Da sind wir. Wo ist er? Wo ist er? Ach, oh, was macht er denn? Lass mal stehen. Also ich denke, ihr werdet es mir verzeihen, wenn ich jetzt einmal hier durch den Bestand fahre. Ihr wisst, normalerweise mache ich das auch nicht. Aber das Teil scheint ein bisschen sensibel zu sein, was der Helfer angeht. Und ich bin froh, dass er jetzt so läuft. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er ausholt, aber ich glaube, es ist besser, wir fahren weit weg. Ich störe man schon mal nicht beim Rangieren. So. Ja, da haben unsere 5 Schweinchen aufgeladen. Und wir machen uns jetzt mit dem Stinkerchen auf den Weg. Weil ich ehrlich sagen muss, das Stinkerchen ein bisschen sehr laut und sehr stinkig ist. Ich nehme es wieder zurück. Also ich denke mal, ihr werdet es mir nicht übel nehmen, wenn ich euch die City komplette Strecke bis zum Viehhändler zumute. Ich stelle jetzt Stinkerchen so rum rein. So. Gehen wir nämlich jetzt hier einfach schnell hin. Wie sieht's aus? Schweinefutter. Naja. Also 675 Liter, ihr habt es vorher gesehen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Prinzip. Das brauchen wir nicht holen. Oh, Philipp schon wieder 72% Kartoffeln. Das geht fix. Ich finde es übrigens lustig, dass da unten steht Entblättern. Hehe. Ja, ich weiß, ein Schelm, der schlecht ist, aber den würde ich ja nie tun. Nein. Philipp war nicht so schnell. Ach, jetzt hat er doch einen vollen Konter. Hier ist ja wieder was los. Ja, also wie gesagt, ich fahre da jetzt einfach durch den Bestand. Ich bin froh, dass er so läuft. Die paar Bahnen, die jetzt stehen bleiben, die machen wir halt dann selber. Haben wir es erwischt? Jawohl. Haben wir uns denn der Kartoffelpreis schon ordentlich ruiniert? Nö.
Wieso rutscht denn jetzt der Hänger? Das hat er auch noch nie gemacht beim Überladen. Muss an den Kartoffeln liegen. Geht natürlich auch fix, gell? Guck mal, der hat schon wieder 14% jetzt drin. Oder noch drin, das war jetzt der Rest. Ich habe ihn gar nicht ganz leer gekriegt. So, ich bringe hier die nächste Fuhre erntefrische Tüften. Premium-Tüften natürlich. Aber ich glaube, das brauche ich auch nicht immer sagen. Das versteht sich von selbst. Geht's? 63%. Eieieiei. Ich glaube, da werden wir einige Male switchen dürfen auf dem Weg zum Viehhändler runter. Ich glaube nicht, dass Philipp die Bahn hochschafft. Nee. 89, 93. Wahrscheinlich da oben wieder. Er ist voll. So, damit die 4000 Liter. Den jetzt einfach mal hier hin, Verzeihung. Und weiter geht's mit den Schweinchen, hätte ich jetzt mal gesagt. Nein, mit der Gülle. Ob ich mich wohl hier dazwischen drängeln darf, danke, sehr nett. Sehr freundlich. Ach, jetzt wollte ich mich nur mal schnell abtanken. Ich habe gedacht, ich erwische ihn vielleicht auf der richtigen Seite mal. Philipp ist zu schnell. Viel zu schnell. Philipp, warte. Nee. Ich lasse ihn lieber umdrehen. Aber abtanken müssen wir trotzdem. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt mal hinzugucken, was wir für die Gülle kriegen. Also rein Interesse halber. Das Abtanken könnte jetzt auch spannend werden. Jetzt muss ich genau den Punkt erwischen. 411 Euro. Prächtig. Doch so viel. Ja, so geht es natürlich super, gell, mit Helfer. Da müssen wir eigentlich dann nur die Bahnen nacharbeiten, die er jetzt hat stehen lassen. Aber das soll ja auch nicht das Problem sein. So. Gut, dann Blaubeerchen samt Fässchen zurück zum Viehhof. Schweinchen aufsammeln und ab zum Händler. Ich denke, ich werde die anderen aber auch noch verkaufen. Fünf Stück passen drauf, dann fahren wir zweimal, dann sind wir mal 10 Schweine los.
Was natürlich auch heißt, wir haben dann 10 Steckdosen, Nasen, bewährte Mäulchen weniger zu stopfen. Ja, ich komme schon. Ich beeil mich. Es geht gleich weiter. Was mache ich denn? Da bin ich ja falsch. Hier wollten wir noch hin. So. Eigentlich solltest du da rein. Nicht so schief. Oh Gott. Philipp, mach doch langsam. Die Schweinchen müssen so jetzt endlich mal zum Viehhändler. Ankuppeln können wir sie ja schon wenigstens mal so. Es geht in Kürze weiter. Versprochen. Ich gebe mein Bestes. Also ich finde, bei dem sieht es besser aus. Da sieht man deutlicher, wo nur Kartoffeln sind. Oh je, können wir eigentlich auch gleich schon wieder verkaufen fahren. Fast, in Bälde, in Kürze. Na, wir können. Doch, können wir schon. Was sagt der Preis? Schon 5 Euro runter. Vorher waren es so 2,50. Hilft aber alles nichts. Gott, ich wollte ja auch noch anfangen mit Sonnenblumen dreschen, gell? Was ich alles wollte. So. Jetzt werden wir es aber so machen. Jetzt kommen wir also als allererstes die Schweine zum Händler. Wenn jetzt dann der Ruder wieder voll ist, dann ist es halt so. Dann schickt mir der Philipp einfach in die Mittagspause. Jawohl. Mit Bleifuß. Runter. Ja gut, also kürzer werden wir es nicht hinkriegen. Ist schon soweit. So. Mahlzeit, Philipp. Ja, Philipp darf Mittagspause machen. Das sind die Schweinchen. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Achso, stimmt, wir müssen jetzt gleich die nächste links, bevor ich wieder zu weit in den Ort dann reinfahre. In den Ort müssen wir gar nicht. Wir müssen ja dahin, genau. Festhalten, Schweinchen. Geht's euch gut da hinten? Alles okay? Oh.
Naja, sie stehen ganz ruhig. Genießen hier diese wunderschöne Aussicht. Hallöchen, ich bin die Schweinchen. Kann man doch bestimmt auch hier veräußern, oder? Alles aussteigen. Ja, verkaufen. 5 Stück. Gut, ist natürlich jetzt auch nicht gerade üppig, aber ich habe ja diesen Mod noch drin für die günstigeren Tierpreise. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, also in Fuchshausen habe ich ihn schon wieder rausgeworfen. Ich denke mal, hier wird er auch rausfliegen, weil ich einfach deutlich mehr Tiere verkaufe, als dass ich welche kaufe. Vermehren tun sie sich auch von allein. Und je mehr das es sind, desto schneller geht's. Das ist bei den Schweinchen ja gar nicht so gewünscht. Die Schafe können sich da ruhig nur Zeit lassen. Also von daher, ich glaube, den schmeißen wir wieder runter. Weil sonst lohnt sich's echt nicht. Also habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, mal 5 Schweine 1500 ist halt schon ziemlich mau. Aber gut. Ja, dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal zurückschippern, das alles hier wegräumen und dann auf jeden Fall bei den Kartoffeln weitermachen und ja, bei den Sonnenblumen auch. Dann komme ich aber ja, damit zum Ende für diese Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer eine gute Zeit und sage Tschüss.